Wir haben uns mal in den kleinen Lowrider beim Melttier verzogen. Ich zusammen mit Drangsal alias Max Gruber. Hallo. Hallo Anke. Hi. Du hast gerade eben schon, hier hinten ist nämlich so ein AUX-Kabel, deine eigene Musik abgespielt. Das ist also, fühlt sich ganz wohl hier. Fürs Protokoll, ich habe nicht meine eigene Musik abgespielt. Ich habe Musik, die auf meinem Handy ist, abgespielt. Nicht, dass die Leute denken so, geil, AUX-Kabel, mach ich direkt hier Drangsal drauf. Also du hast Musik, die du hörst, abgespielt. Ja. Das heißt, du hast viel Musik, die du immer so hörst, auf deinem Handy auch drauf. Ja, ich habe nur 16 GB Billo-Handy, deswegen, da geht nicht so viel drauf. Aber ist ja auch manchmal ganz gut, wenn man sich ein bisschen verknappen muss, dann kann man sich aufs Wesentliche reduzieren. Finde ich auch. Und außerdem ist dann auch mehr Platz für Bilders. Okay, pass auf, wir haben die Idee, gerade wir sind ein Festival-Jute-Tasche. Soll ich eine Frage ziehen oder willst du? Hast du denn Lust? Ich habe mega Bock. Dann mach. Ich ziehe abwechselnd, jetzt okay? Ja, abwechselnd. Insgesamt drei. Dann hätte ich halt zwei. Also du könntest dir jetzt noch aussuchen. Wir können die so zusammenziehen. Oh ja, komm. Romantic. Also jetzt du die erste. Okay. Die letzte ziehen dann wir dann die zweite zusammen. Und dann die letzte zusammen. Alles klar. Alles klar. Was ist das Beste an Hotels? Ich finde ja Fernsehen immer geil. So, auch Fernsehen gucken zum Einpennen. Gestern bei dem Putschversuch, der vielleicht inszeniert war, Lord knows, da konnten wir dann gucken, was dann gerade so passiert, das live mitverfolgen. Das war ganz praktisch. Außerdem halt Bademäntel klauen. Das heißt, du bist ein Bademäntel-Klauer? Nicht nur, dass ich klaue alles, was nicht angenagelt ist. Und du bist dann auch so ein Mensch, der nicht die Finger bei sich halten kann, wenn er durch den Flur geht und da steht dann der Wagen mit den Handtüchern und so? Doch, ich habe nicht so viel Platz in der Tasche. Deswegen. Das ist wie mit dem Handy, man muss es aufs Wesentliche reduzieren. Und du, dein Wesentliches sind eigentlich Bademäntel. Mhm. Okay. Jetzt ich, ne? Ja, jetzt du. Ich bin gespannt. Ich auch. Ist ein bisschen spannend auch. Manche sind handgeschrieben, manche nicht. Okay. Das ist eine handgeschriebene. Ich glaube, es sind zwei. Ja, es sind zwei. Ah, das ist die beste Frage. Isst du Sachen, die schon mal auf den Boden gefallen sind? Das? Ach so, das ist auf Englisch dann. Das ist auf Englisch, falls du ein Engländer wärst. Oder nein, ein ich kann die Schrift nicht lesen. Meine. Tut mir leid. Ist nicht schlimm. Ich schreibe schöner. Zeig mal. Gib mir einen Stift. Haben wir hier einen Stift hier irgendwo? Aber ja, ich esse Sachen, die auf den Boden gefallen sind. Es kommt drauf an, was es ist. Wenn es so Dinge sind, wo so Zeug dran kleben bleibt, jetzt so ein Brot mit Nutella oder so, muss man gucken, wo es runterfällt. Wenn ich in einer sauberen Umgebung bin, dann esse ich das halt. Ne? Deswegen hat man ja ein Immunsystem. Deswegen steckt man sich als Kind alles in den Mund, dass einen sowas dann nicht mehr um die Ecke bringt. Es gibt ja die 5-Sekunden-Regel. Ich kannte die als 3-Sekunden-Regel, dass alles, was kurz auf dem Boden lag, noch gegessen und transplantiert werden kann. Und das ne? ist übrigens völliger Unsinn, haben die Mythbusters nämlich getestet. Kennt ihr die Mythbusters noch? Ich kenne die nicht, erklär mir das kurz. Das sind so zwei Dudes, die sind beide studierte Physiker, Chemiker und Special Effects Techniker, die den Alltagsmythen unserer Zeit auf den Grund gehen. Zum Beispiel Sprichwörtern wie, achso, das gibt's nur im Englischen, he went down like a lead balloon. Er ist gesunken wie ein Bleiballon und dann haben die einen Ballon aus Blei gemacht und der sinkt gar nicht. Und so ist auch mit der 3-Sekunden-Regel völliger Unsinn. Sobald es auf den Boden fällt, shit hit the fan, da ist dann alles drauf. Aber es ist schön, sich das einzureden, finde ich. Finde ich auch, ich sag's auch immer wieder. 3-Sekunden-Regel oder 5-Sekunden-Regel in meinem Fall. Und hast du eine Lieblingsgeschichte, die dir die beiden Menschen erklärt haben? Die Mythbusters jetzt. Die testen auch so Filmmythen, so Indiana Jones und Star Wars und so, das sowas ist. Und Titanic, es hätten beide am Ende auf dieses Stück Holz gepasst. Das haben die zusammen mit James Cameron, der den Film ja gemacht hat, haben die das getestet. Jack und Rose hätten beide problemlos auf dieses Stück Holz gepasst und hätten balancieren und schwimmen können und alles Mögliche. Deswegen hat er wahrscheinlich Suizid begangen. Das heißt, zahlreiche Fanfiction, die das in ein Positives umgedreht hat, wäre dann völlig hinfällig gewesen. Ja. Bist du damals auch ins Kino gegangen? Wann ist der Film denn rausgekommen? Es war in den 90ern. Ich weiß nicht genau aus dem Kopf welches Jahr. Ich weiß, dass ich da reingegangen bin und weil alle in meiner Klasse sich eingeredet haben, dass sie am Ende ganz schlimm geweint haben, habe ich dann auch gesagt, ich habe geweint, obwohl ich nicht geweint habe am Ende. Lügenpresse. Weißt du, ich bin 1993 geboren. Das heißt, du wärst sehr jung gewesen dann. Ja, deswegen nein. Aber du hast dir das im Nachhinein erklären lassen und dann im Nachhinein auch nochmal geguckt? Ne, den Film habe ich geguckt auch vorher. Ich glaube, Titanic hat jeder mal gesehen, oder?
Ja, ob man will oder nicht. Nimm mal den Stift. Danke. Okay. Nehmen wir doch. Was soll ich denn schreiben? Ja, weiß ich nicht. Mein Name, ja. Hier haben wir noch so ein Blättchen, da könnte man drauf schreiben. Okay. Ich glaube, sowas nannte man früher lateinische Ausgangsschrift in der Schule. Das ich habe mich dann auch immer gefragt, wann kommt der Punkt bei den Leuten, wo die so eine eigene Schrift entwickeln? Bei mir war das dann immer so, ich habe keinen Grund gesehen. Oder ich habe nie, weißt du, plötzlich hatten die Leute so eine eigene Schrift und ich habe immer noch so geschrieben und das hat mich so, verwirrt mich bis heute. Ich glaube, sowas kommt in der Pubertät, wenn man so denkt, man muss jetzt irgendwie so ein bisschen anders sein und durch so ein eigenes Schriftbild. Irgendwann war es bei uns total cool, dann plötzlich in Druckschrift zu schreiben, nur weil der Lehrer es erlaubt hat. Dann haben alle in Druckschrift geschrieben, obwohl es mega anstrengend war. Ich mache immer auf I, also I und Doppelpunkt, alles was ein Punkt ist, ist bei mir so ein Kreis. Kennst du das? Ja. Das habe ich irgendwann mal bei so einem Girl gesehen und war so, yeah. Und so eine Schrift, wie du sie, das Knacken liebe ich. Ich mache es so gern. Ich muss es auch immer machen. Man, wenn man es einmal, dann kommt man auch nicht mehr von ist runter. Ne? Auch. Das kannst du auch mal von den Mythbusters. Die machen nicht mehr, die haben aufgehört. Dieses Jahr, letzte Folge. Hättest du dir was wünschen können. So, jetzt kommt die Frage, die wir zu zweit ziehen, Max. Ja. Pass auf, wir müssen jetzt so unsere... Unsere Hände berühren sich gerade, das ist ein bisschen romantisch. Ich hab die jetzt irgendwie... Okay. Okay, nehmen wir einfach die. Okay. Warte. Diese, welche? Die. Ach, scheiße. Komm, ich mach einfach zwei. Ja, mach mal zwei. Dann müssen wir aber schnell. Könntest du... In absoluter Freiheit leben. Warum machst du denn hier Punkte über das... Nein, das ist ein... Damit man das vom N unterscheiden kann. Das ist so ein... Ah, meine Mutter macht es auch so. Könntest du in absoluter Freiheit leben oder... Brauchst du Regeln? Meinst du so in der Natur? Oder generell in der Gesellschaft? Manche Leute empfinden das ja als angenehm, dass es so Regeln und Konventionen gibt. Ich finde Regeln und Konventionen gut. Wenn sie eine... Ich finde... ja, doch, finde ich gut. Das heißt, Max und Regeln ist in Ordnung. Ja. Und manchmal brechen, dann fühlt man sich ja auch so ein bisschen wild. We got it. Okay, jetzt die letzte. Ich mach's mal wieder hier. Ja, hier nachher haben dann Leute noch was zu lesen. Eine gedruckte. Was ist dein liebster Rausch? Liebesrausch. Nein, auf jeden Fall alles außer harte Drogen. Ich habe aufgehört zu rauchen vor 6 Monaten. Und ich fand, Rauchen war das Allerbeste. Ich vermisse es auch immer noch sehr. Ich habe es der Stimme zuliebe gemacht. Ich wurde dauernd krank. Ich habe 2 Schachteln Rote Gulwas am Tag geraucht, seit ich 13 war. Voll asozial. Und ich hab lange gekifft. So von 14 bis 16, 17. Auch Bon geraucht und so. Ich habe mal Speed ausprobiert, auch mit 14. Und danach dann nie wieder was und den Drogen als solches abgeschworen, bis auf Alkohol. Ich trinke gern Longdrinks, die süß sind. Süß. Aber ich find Leute, die sich so zuballern wie hier, die ganzen doofen Blogger, die sich irgendwie in den Backstage-Bereich einzecken und dann den ganzen Tag erstmal runterkommen müssen, weil sie am Tag zuvor so viel MDMA genommen haben, ist nicht so mein Ding. Das heißt, wir halten uns mit Kaffee und Energy-Drinks wach und dann später gibt's dann ein Schörlchen oder was? Später gibt's aufs Maul. Gut. Thank you.